Fangen wir mal an mit dem Pferd des Jahres hier in Karlshorst. Das ist nämlich Exclusive Fire, den er ja betreut und auch zu Siegen gefahren hat. 3 Siege, das hat in diesem Jahr tatsächlich zum Championat gereicht, obwohl 10 Pferde 3 Siege hatten. Aber von der Gewinnsumme her waren es eben ein paar Euro mehr als der Zweitplatzierte. Dennoch von der Saison her gesehen, wie war die Saison hier in Karlshorst? Nicht nur für Exclusive Fire, sondern für Sie und die Pferde insgesamt? Naja, generell muss man sagen, dass die Saison ein bisschen durchwachsen war bei uns. Aber das war tatsächlich so erwartet, weil wir haben unheimlich viele junge Pferde. Also unser Stall besteht zu 60% aus jetzt 2- und 3-Jährigen und wir haben nicht so viele Startpferde. Deswegen haben wir auch nicht so viel hier in Karlshorst gestartet. Und ja, es war erwartet. Exclusive Fire hat seine Aufgaben, die er hier hatte, sehr gut gemeistert, denke ich mal. Und dadurch, dass die Frei für alle etwas höher dotiert sind, hatten wir, glaube ich, ein bisschen Glück. Dadurch fürs Pferd des Jahres am Ende. Ja, auf anderen Bahnen in München zum Beispiel braucht man 8 Siege, um Pferd des Jahres zu werden, mit Ocean Ice als Beispiel. Ja, aber trotzdem ist ja eine schöne Geschichte, Pferd des Jahres zu haben. Und wir haben hier schon den Preis jetzt für den Züchter des Jahres, also Züchter-Champion-Preis. Der geht an den Vater, an Heinrich Genz, und der hat 8 Siege geholt in diesem Jahr. Auch da nehmen Sie den Preis entgegen. Können wir da was zu sagen? Tatsächlich nicht sehr viel, weil ich habe mit der Zucht meines Vaters gar nicht mehr so viel zu tun. Ich bin hier in Berlin und mein Vater ist im Westen in Karst und ich nehme den Preis hier entgegen, weil mein Vater nicht hergekommen ist, aber tatsächlich habe ich mit der Zucht, außer dass ich ein paar Pferde dazu bei mir im Training habe und ein paar Siege beigesteuert habe, nicht ganz so viel zu tun. Ja, und dann gibt es noch einen 3. Preis und der wird sein für Ole Kromer, den Nachwuchs-Champion, der mit einem Sieg bei Viktor Genz war und jetzt in München, aber glaube ich wohnt, wenn ich das richtig weiß. Also für Ole Kromer, den Nachwuchs-Champion, der einen Sieg geholt hat, gibt es dann nochmal einen Preis. Und wie ist Ole Kromer so als Fahrer und im Training gewesen? Also wie hat er sich gemacht? Er war immer sehr ambitioniert, er war immer sehr ehrgeizig dabei bei der Sache und brannte auch für den Sport, das ist immer ganz wichtig bei den jungen Leuten. Und er hat sich natürlich nach der Lehre dazu entschlossen, jetzt noch ein Studium in München nachzuschieben. Und das kann man ihm nicht verwehren. Also die Perspektive im deutschen Trabrennsport ist sehr schwierig. Wir wollen es hoffen mit dem neuen Präsidium, dass da Anreize geschaffen werden, dass man in Zukunft auch die jungen Leute im Sport halten kann. Das ist ganz wichtig. Ohne Nachwuchs ist irgendwann der Laden dicht, das ist ganz klar. Da muss einiges gemacht werden. Und wer mich kennt, der weiß, dass Nachwuchsförderung immer bei mir ganz groß geschrieben wird und ich auch intern in meinem Betrieb alles unternehme, damit junge Leute an den Sport rangeführt werden. Aber es ist nicht nur das Ranführen, sondern es ist auch, dass die Leute dabei bleiben, dass die eine Perspektive haben, dass sie sich selbstständig machen können. Und dass sie einfach langfristig eine Chance, eine Perspektive haben, dass eben die Rennen so ausgeschrieben werden, dass junge Leute, oder dass Besitzer Anreize haben, junge Leute die Chance zu geben. Und das ist enorm wichtig und da kommen wir nicht drum herum. Sehr gute Worte, dem kann ich gar nichts hinzufügen. Vielen Dank sagen, Viktor Genz, und auf eine erfolgreiche neue Saison. Sie müssen den Heimweg antreten, die Pferde stehen vor der Tür, auf gut Deutsch gesagt, sind gesattelt und gespornt. Und ja, viel Erfolg im neuen Jahr und danke für ein tolles Jahr hier in Berlin-Karlshorst. Vielen Dank. Ihr Applaus für Viktor Genz, für Vater Heinrich Genz als Champion-Züchter in Karlshorst und für Ole Kromer als Nachwuchs-Champion. Das nimmt er hier alles mit. So, dann machen wir weiter mit dem Fahrer und Trainer des Jahres. Thorsten Tietz bitte ich auf die Bühne für diese Ehrung jetzt. Unter Ihrem Applaus, ja, da kommt er. 21 Siege als Berufsfahrer hier in Karlshorst und als Trainer 27 Erfolge in dieser Saison. War das so, wie soll ich sagen, war das geplant, also hätten Sie sich noch mehr gewünscht oder war das so im Rahmen dessen, was vom Pferdematerial her und dergleichen möglich war? Ja, also ich war überrascht, als ich die Ehrung gesehen oder als Demi oder Nina mich angerufen hat, dass ich zur Ehrung kommen soll. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, weil Dennis sehr viel gewonnen hatte dieses Jahr und ich auch gar nicht so viel gefahren habe und Alexander auch einiges gefahren hatte, aber ja, am Ende war es dann doch recht klar. Und es war halt so, wie ich es auch letztens im Interview schon mal gesagt habe, dass wir dieses Jahr nicht die Qualität an Pferden hatten, um
in Mariendorf oder auf Oberspitze mitzufahren und dass wir jetzt im Aufbau sind und dass jetzt eine gute Jugend folgt. Die Dreijährigen, die wir hatten, die waren halt nicht zweijährig so trainiert, dass man dreijährig mitfahren kann, auch wenn das Derby immer, wie gesagt, vierjährig jetzt ist, aber wenn man zweijährig nicht den Pferden eine vernünftige Basis gibt, dann ist es halt so, dass man dreijährig, wenn man mitfahren will und vielleicht nicht dreijährig das Derby hat, aber wenn man in der Anfängerklasse nicht 15 fahren kann, hat man keine Chance. Und von daher war es dann so, dass die Pferde, die wir dann bekommen haben und versucht haben, dann noch für die Saison hinzubekommen, dass die es dann nicht geschafft haben. Und da muss man halt besser aufhören warten auf den Herbst. Und für hier hat es gereicht, dass das ein oder andere Pferd sich durchsetzen konnte. Im Mariendorf sind die Pferde auch gut gelaufen, aber die sind halt Dritter oder Vierter. Ich denke, da ist auch wichtig, dass Karlshorst als Alternative zu Mariendorf, um eben Startmöglichkeiten haben mit den Pferden, wenn es dann in Mariendorf nicht klappt, auch unbedingt wichtig ist, dass die Karlshorster Bahn als zweiter Berliner Standort hier schon eine sehr wichtige Position auch hat, oder? Na natürlich, auf jeden Fall. Und in Mariendorf gibt es ein Riesenengagement, das gibt es hier aber auch und das gibt es seit Jahren. Und es ist nun mal so, dass die Besitzer auch ganz gerne mal ein Rennen für weniger Preisgeld gewinnen, als dass die Pferde jedes Mal eigentlich über ihre Leistungsgrenze fast raus müssen, um Vierter zu werden. Und von daher ist es so, dass man auch den Pferden hier wieder Moral geben kann. Das heißt ja nicht, dass hier schlechte Pferde laufen, aber es ist doch ein kleiner Qualitätsunterschied und den muss man dann halt mit den schwächeren Pferden auch nutzen. Ja, vielen Dank, Thorsten Tietz. Ihr Applaus für den Bahnfahrer und Trainer-Champion Karlshorst 2023. Ja, und dann haben wir noch eine Ehrung zu vollziehen und das ist für den Besitzer des Jahres und das ist SI Racing. Ich darf Klaus-Volker Stoller auf die Bühne bitten, der in diesem Jahr als mit 8 Siegen dieses Besitzer-Championat für sich entschieden hat. Ja, Ihr Applaus für SI Racing. So, jetzt muss ich noch ein paar Fragen stellen, die mir noch auf den Nägeln brennen. Sie haben ja unfassbar viele Rennen selbst auch gefahren. Und jetzt die Tochter, gerade frisch gebackene Amateur-Championess im letzten Jahr mit Tom Karten zusammen, aber hat das jetzt geschafft. Jetzt habe ich gesehen, dass Sie noch mal ein bisschen zugekauft haben in den letzten Tagen und Wochen, noch mal 1-2 Pferde hinzugeholt haben. Die Ambitionen sind also nach wie vor ungebrochen, denke ich, ne? Auch wenn man jetzt auf der Besitzerseite oder als Förderer der eigenen Tochter dann unterwegs ist. Ja, schon richtig. Man muss oben anbauen und unten abbauen. Also wir haben ja heute gesehen, Pferde, die bei uns waren, wie Bobby Santana, der hat uns heute erschreckt, wie gut er war. Und insofern, nein, also das kommende Jahr steht nicht im Zeichen des Amateursports. Wir sind in Dänemark gelandet. Meine Tochter hat bedauerlicherweise keine deutsche Lizenz mehr bekommen und muss sich jetzt in Dänemark behaupten. Kann hier aber als Gast natürlich auftreten, aber große Rennen leider mit dänischer Lizenz nicht mitfahren. Und aus dem Grund wollen wir uns dann mehr auf die klassischen Rennen konzentrieren. Wir haben einen großen Bestand an jungen Pferden, die gut gezogen und startfrei oder startreif sind. Und insofern freuen wir uns auf die Saison, die wir sicherlich auch hier in Berlin zum Teil austragen werden. Da freuen wir uns sehr drauf. Und Sie waren ja auch, ich glaube, 13. in der Gesamtwertung der Jahresstatistik der Besitzer. Hat nicht viel gefehlt, dann wäre es ein Top-10-Platz gewesen. Ich habe es gesehen, nur ein paar Euro haben gefehlt. Also nächstes Jahr dann Top-10, würde ich sagen, oder? Davon gehen wir aus. Die jungen Pferde lassen uns hoffen. Dann weiterhin viel Erfolg. Und für SI Racing, Klaus-Volker Stolle, nochmal Ihr Applaus. Besitzer-Champion 2023 mit 8 Siegen hier in Berlin, Karlshorst. So, und dann haben wir noch eine weitere Ehrung. Sarah Kube ist die Amateur-Championess des Jahres mit 5 Siegen, 2-mal im Trabreiten erfolgreich. Das werden wir ihr dann entsprechend weitergeben. Die hat heute keinen frei bekommen, ist deshalb nicht da. Aber Ihr Applaus auch für Sarah Kube, die Amateur-Championess des vergangenen Jahres.
So, und dann ja, sind wir eigentlich durch. Ich weiß nicht, ob der Geschäftsführer noch zwei Worte wechseln möchte zur letztjährigen Saison. Ah, Thorsten, nimm's mit. Das ist super lieb. Danke. Mit Blumen, glaube ich. Nochmal ein Foto. Nochmal ein für Foto? Ja, ist einmal Sarah. Danke nochmal für die. Praktisch. Ja, damit sind wir auch schon durch mit der Ehrung der Champions des vergangenen Jahres. Ich muss sagen, mir macht es, wenn ich das kurz sagen darf, unheimlich viel Spaß hier in Berlin-Karlshorst. Ganz tolle Atmosphäre, tolle Leute, die hier sind, mit viel Herzblut für die Traber-Gemeinde und freue mich schon auf die nächsten Renntage. Ja, und der nächste Renntag ist ja hier am 8. Februar, wieder ein PMÜ-Renntag mit 5 Rennen, selbe Startzeit. Und ich hoffe, dass Sie dann alle wieder da sind und alle Ihre Freunde auch mitbringen, dass wir hier wieder einen schönen Vormittag und Mittag erleben. Das war's von meiner Seite aus. Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Renntag. Tschüss.